Und damit wieder einmal einen wunderschönen guten Tag. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Das ist ein Podcast. Ja, ist auch schwer zu erkennen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit mir und dem Frankie. Guten Abend oder ja. Morgen oder Mittag, je nachdem, ja, genau. Wann man sich den anhört. Der Podcast kann man sich ja jederzeit anhören. Zum Einschlafen, zum Wachwerden. Obwohl, Podcast zum Wachwerden? Ja, doch, gibt es. Doch, kann ich gut nachvollziehen. Ja, es gibt ja so Podcasts, die kommen wirklich so früh am Morgen. Das ist dann so das morgendliche Update, wo ich mir dann so denke, naja, so News-Podcasts sind ja auch nicht schlecht, ne? Also da kann man dann eher so über ein Thema reden, so eher ausschweifen, was ja dann eigentlich auch so immer so ein bisschen so das Thema von Podcasts ja eigentlich auch sind, ne? Über ein Thema oder mehrere Themen, die man reden kann. Aber weiß nicht. Dann halt lieber so, wenn es sich so ein News-Podcast ist, wo du weißt, es gibt ja diverse, ich habe zum Beispiel mitgekriegt, das Redaktionsnetzwerk Deutschland macht jede Stunde immer einen Podcast, also so ein News-Update, wo ich mir dann halt auch so denke, dann kann man gleich Radio machen oder so Internetradio oder sowas. Ja. Du brauchst keine Lizenz dafür, gut, mit der Musik wird es ein bisschen schwer, aber dennoch, dann kannst du halt wirklich da auch eine Stunde über das reden, aber ich glaube nicht, dass dann da eher so Leute dann zuhören werden, aber ja, also doch schon, aber bei der Musik wird es dann scheitern. Ich habe das schon mal gemacht, Internetradio, wenn man dann halt, sagen wir mal, bestimmte GEMA-Rechte nicht hat, dann ist es ein bisschen schwer, so 5-6 Stunden mal Radio zu machen, wenn du nicht genug GEMA-freie Musik hast. Aber dafür gibt es ja auch Copyright-Free Music. Ja, ich hatte mal zu Beginn ganz wenig davon, von dieser Musik gehabt. Besitze ich heute noch, weil ich damit halt auch meine Streams damals gemacht habe. Meine Livestreams, meine ersten. Aber irgendwann, wenn du die durchgehend immer wieder hörst und wenn du halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen mal früher mal Radio gemacht habe, dann kannst du die Musik irgendwann nicht mehr hören. Dann willst du halt irgendwann so wirklich ganz neue Musik oder irgendwie sowas. Und das nervt mich dann halt auch immer wieder ein bisschen, wenn man sie dann halt irgendwie nicht macht. Und ja, deswegen wurde es dann auch irgendwann zu viel. Und ja, dennoch dann lieber so normal Podcast. So ein Podcast machen, warum auch nicht. Was hast du denn so in den letzten 2 Wochen so erlebt, so seit der ersten Ausgabe? Ich hoffe, ihr habt euch alle angehört. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es macht natürlich auch riesen Spaß, so Podcasts zu machen. Was hast du denn jetzt eigentlich so in den letzten 2 Wochen gemacht, Frankie? Oder was ist so bei dir passiert? Oder was ist generell so in den letzten 14 Tagen passiert? Frage ich mal so. Ja, das ist, ich meine, Corona immer noch recht präsent. Aber entsprechend, ich lebe auf dem Dorf, entsprechend sehr, sehr wenig los. Treffen mit Freunden eher weniger vorhanden. Wenn, dann eher im Discord ein bisschen schnacken und nebenbei zocken. Ja, das ist da so oder so zur Gewohnheit geworden. Ja. Merke ich, habe ich halt auch irgendwie auch nicht bemerkt. Corona wird auch weiterhin noch unsere Agenda bestimmen, also geradewegs was oder geradewegs auch unser Leben bestimmen. Also ich habe da, was das auch angeht, so ein kleines bisschen an, ja, nicht sagen wir mal Lebensfreude verloren oder so, sondern halt eher einfach es ist ein bisschen zu viel geworden. Ich habe es halt auch schon so ein paar Freunden erzählt. Wir sind alle so pandemiemüde geworden, weil klar, diese Generation hat noch nie eine Pandemie erlebt und wenn man dann so ein Virus bemerkt hat, dann ist dieses Virus halt nicht so hart aufgeschlagen wie ein anderes Virus oder so. Man hat dann immer wieder darüber was gehört, man hat darüber immer geredet und so weiter, aber irgendwann geht das halt auch auf die Psyche und dies ist dann halt auch, das ist dann halt auch kein Spaß mehr. Also du willst dich halt gerne mit Leuten treffen, das Problem ist halt wirklich, entweder kannst du die nicht treffen, weil, die selbst irgendwie, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt welche kennengelernt oder mit denen schreibe ich im Moment, die hatten eine Corona-Infektion und die haben gesagt, sie sind wieder über dem Berg, bei einer ist es so, da ist halt das Atmen halt noch schwer und dann stellst du dir halt die Frage, kannst du dich mit ihr überhaupt treffen, wenn du weißt, sie hatte halt Corona oder so. Ne? Man stellt sich halt wirklich diverse Fragen. Na klar, man geht halt natürlich dann auf Abstand, beziehungsweise man tut alle Sicherheitsvorkehrungen, ne? so kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel mit dabei und was weiß ich nicht alles, eine Maske tragen und so weiter, bin ich sowieso so wieder hibbelig geworden. Es ist von mir aus so ein Tick früher gewesen. Alles, was ich angefasst habe, habe ich direkt sofort, also bis auf mich selbst, klingt jetzt ekelhaft,
Nee, immer wenn ich irgendwas bringen sollte, keine Ahnung, sei es irgendwie sogar von meiner Mutter so, ja, bring mir mal meine Armbanduhr oder irgendwie oder Schmuck oder so, ne, dann habe ich danach immer direkt die Hände waschen müssen. Das war so ein Tick von mir. Und das habe ich dann ja vor ein paar Jahren halt abgelegt, weil ich mir so gedacht habe, naja, nun gut, wäsch dir einmal die Hände und gut ist, ne, und halt zum Schlafen gehen oder was weiß ich was, oder wenn du aufs Klo gehst, tust du es ja auch immer. Und jetzt so mit Corona heißt es ja regelmäßig Hände waschen. Und dann denkst du dir so, warum hast du dir dann so 2, 3, 4 Jahre so daran gearbeitet, diesen Tick wegzukriegen, wenn du weißt, du brauchst es jetzt eh. Ja. Mhm. Das ist, oh, ja, es ist halt ekelhaft. Aber nun gut, es ist halt ein bisschen so anstrengend, wie es ist. Ja, ich habe in den letzten 2 Wochen viel Papierkram machen müssen, wird bald alleine wohnen, beziehungsweise nicht mehr in einer WG. In 2 Jahren ist das WG-Leben vorbei, ist auch gut so, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Mhm. Wird man sehen. Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile einer WG. Aber ja, natürlich, kann man natürlich. Irgendwann mal anders mal reden. Aber ich sag so, wenn man eine WG halt ein Jahr vor einer Pandemie gründet und ja, die Pandemie dann halt auch Pläne versaut, ja, ist es halt nicht so gut. Aber sowas siehst du halt nicht kommen. Nee. Ja. Aber Psyche war tatsächlich ein sehr schönes Stichwort, das du erwähnt hast. Mhm. Ich habe nämlich 2 Dinge erlebt. Einmal mich selbst betreffend und einmal eine Person, die ich auf einem Discord kenne, betreffend. Ja. Fangen wir mal mit der nicht von mir geleiteten, mit dem nicht von mir geleiteten Erlebnis ein, was auch passend zum Thema ist. Es ging darum, diese Person, dieses Mädchen, hat in letzter Zeit vermehrt Suizidgedanken aufgrund von Druck und Stress, welcher durch Ausbildung und Arbeit, dem er halt von der Wohnung und der Beziehung kommt und entsprechend auch Angst, dass Lebensgefährtin, da bin ich mir jetzt nicht sicher, diese Person verlässt, weil sie selbst sich als nicht fähig genug erachtet. Entsprechend meine Reaktion darauf, hey, Mädel, such dir Hilfe, geh zu einem Psychotherapeuten, sprich mit dem darüber, sprich mit deinem Freund darüber und entsprechend versuch dich von dem ganzen Kram so ein bisschen abzulenken. Depression ist ja oftmals auch dadurch geleitet, dass man beispielsweise Motivationsverlust hat, das merke ich ja auch bei mir, durchaus sehr stark und entsprechend, dass man sich dann halt dazu zwingt, irgendwas zu unternehmen mit Freunden etc., auch wenn das während Corona schwierig ist, aber gemeinsam zocken ist dann doch schon eine Möglichkeit. Diese Vorschläge und dieses Hilfsangebot wurde dann ausgeschlagen von wegen, ah, ich habe die Nachricht jetzt gelöscht, mir geht's jetzt wieder ein bisschen besser und hier und da und hast du nicht gesehen und dann kam ich halt wieder mit, red das jetzt nicht so runter. Sowas immer Larifari und nicht ernst zu nehmen, ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und entsprechend ist mir dann auch unter anderem aufgefallen, wie unglaublich krass die Mentalität in Deutschland, was solche Themen angeht, verdorben ist. Entsprechend zu sehen, zum einen Leute, die es selbst nicht haben und die dann von anderen auf solche Dinge angesprochen werden, reden das meist immer runter, habe ich erlebt. Mhm. Von wegen, ja, du hast keine Depression, ja, das ist nur eine Phase, das geht vorüber, du brauchst keine Hilfe, das habe ich auch selbst erlebt. Und entsprechend finde ich das auch ganz, ganz schwierig, weil dadurch sich ja auch auf die Person selbst das Ganze überträgt von wegen, das geht vorbei und hier und da und dass sie sich selbst dadurch nicht mehr trauen, solche Probleme nach außen weiterzutragen, nach dem Motto, Krankheiten, die du nicht siehst, sind nicht da. Ist ja schon immer ein ganz, ganz großes Problem gewesen, gerade was psychische Krankheiten angeht. Ja. Und passend dazu habe ich tatsächlich auch diese Woche erst einen Anranzer von meinem Fahrlehrer bekommen. Ich mache ja derzeit Fahrschule. Und es kommt vor, wenn ich Fehler mache, steigere ich mich in diese Fehler rein, wodurch noch mehr Fehler passieren. Das regt mich dann auf. Und dann kommen von mir immer so Beschwerden rein, wie ist doch ein Wunder, dass ich mich noch nicht erschossen habe. Ich bin zu unfähig für die Scheiße und so weiter und so fort. Und der Anranzer am Ende das war, glaube ich, der vorletzten Fahrstunde, ja doch, müsste es gewesen sein, war dann von wegen, hey,
lass die Scheiße, reiß dich zusammen, du kannst das, ich weiß, dass du das kannst, du weißt selbst, dass du das kannst. Sich in die Fehler reinzusteigern, bringt dir gar nichts an dem Punkt, du willst die Prüfung demnächst noch ablegen. Möglichst schnell ablegen. Entsprechend habe ich mich dann auch selbst damit so ein bisschen auseinandergesetzt und ein bisschen darüber nachgedacht. Und sieh einer da, die letzte Fahrstunde lief dann wesentlich entspannter. Kleine Fehler sind trotzdem passiert, aber habe ich mich halt nicht reingesteigert. Entsprechend alles entspannt gewesen, wesentlich problemfreier, nenne ich es jetzt mal. Und das war quasi auch schon das, was ich in den letzten 2 Wochen wirklich erlebt habe, was es zu erzählen gibt und ein super Einstieg ins Thema. Das, worauf wir uns ja geeinigt hatten, soll ja gehen über Mobbing, psychische Probleme, Psychotherapie und was die Probleme in Deutschland damit sind. Ja. Das ist jetzt meine Frage, hast du da schon Probleme mit erlebt und etwaige Erfahrungen? Also ich hatte, wenn ich so wirklich überlege, ich habe halt auch, als du mir das geschrieben hast, was für ein Thema wir ja dann nehmen, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, so in meinen letzten vergangenen Jahren. Jetzt klingt so, alter Mann erzählt vom Krieg. Es ist halt so, ich hatte mal wirklich auch mal eine Zeit, wo ich mich mal von irgendeiner Behörde oder, klingt nicht Behörde, sondern von einem Verein, sagen wir es mal so, mal mich, also auch jetzt nichts Schlimmes, ich will jetzt ja auch nicht die Caritas schlecht reden, jetzt habe ich es gesagt, war ich mal auch mal irgendwie unter der, unter so einer Fittiche von einem Psychologen, also kam mir halt so vor, also es ging halt wirklich darum, ich habe mich mal von meiner Ex getrennt, viele würden halt einfach sagen, ich habe mich da reingesteigert, habe ich auch, am Ende sehe ich das halt auch so ein, sehe ich jetzt auch schon seit fast mehr als 10 Jahren so ein, ist halt vor 10, 11 Jahren passiert und ich finde es halt auch ziemlich schlimm, wenn du mit der Geschichte kommst, so zu jemandem, wenn du darüber erzählst, also ich habe wirklich mich von meiner Ex damals getrennt, wir waren halt auch nur so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zusammen, aber ich habe sie halt wirklich geliebt und so weiter. Nachhinein habe ich mir so gedacht, naja, Fernbeziehungen sind halt scheiße, ist es auch heute noch so, aber kann man irgendwie managen oder auch nicht. Mhm. Und ich hatte halt wirklich auch so die Lust auf gar nichts mehr gehabt. Also mir war wirklich, die Motivation war nicht da, ich war immer schlecht gelaunt. Bin dann halt auch zu diesem Termin dann auch gegangen, habe mich dann halt auch so beraten lassen und so weiter. Und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich hatte halt nicht die Wahl. Bei bestimmten Themen, da will ich auch nicht unbedingt drauf eingehen, hat er mir halt die Wahl nicht gelassen, entweder oder, sondern das oder das. Ja, du musst das machen oder du musst das machen, nicht beides zusammen. Das hatte sowohl auch mit den Entscheidungen in meinem Leben zu tun, als auch mit meiner Sexualität oder irgendwie sowas, wo ich dann im Endeffekt Jahre später oder so oder halt auch nach diesem Gespräch dann irgendwie so gedacht habe, der will mich quasi nicht irgendwie in die Richtung, der will mich in eine Richtung navigieren. Aber es gibt noch eine andere Richtung, nur die lässt er gesperrt, obwohl diese Straße, die da hingeht, wahrscheinlich eine sicherere Straße ist als die andere, wo er mich eigentlich, oder die anderen beiden, wo er mich hin navigieren will. Und das okay, da habe ich tatsächlich 2 Sachen eben einzuwerfen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Oh, gut. Die Sache, die du da berichtest, dieses Trennung von der Freundin, Fernbeziehung, das sind tatsächlich alles Punkte, die haben bei mir tatsächlich auch dazu geführt, dass ich diese Depression nicht mehr bewältigen konnte. Ich habe ja, ich leide ja unter ADHS diagnostiziert. Nehme da jetzt keine Medikamente mehr, das habe ich als Kind gemacht. Mittlerweile hat sich's erholt. Also erholt in Anführungszeichen, sofern sich solche Erkrankungen erholen lassen. Und entsprechend mit solchen Erkrankungen bist du ja auch anfälliger für Depressionen. Und tatsächlich diese depressiven Tendenzen habe ich schon, seit ich ein kleines Kind bin, in der Grundschule Mobbing miterlebt, das hat sich dann in den letzten 2 Grundschuljahren auch gelegt. Dann Schule gewechselt, dann dort in den ersten paar Jahren Mobbing erlebt. Entsprechend da Depression, dann entsprechend nicht erwiderte Liebe, sprich einseitig. Wieder das Ganze reingesteigert, dann kam die Beziehung, dann kam die Trennung nach einem halben Jahr und dann war vollkommen zu Ende quasi und dann hatte ich oft genug das Messer auf der Pulsader liegen entsprechend. Und das sind quasi genau auch so die Erfahrungen, die du hier gerade berichtet hast. Dieser Motivationsverlust, diese Null-Bock-Stimmung, diese permanente
nicht nur passive, sondern bei mir sogar aktive Aggression. Allerdings habe ich meine Therapie durchaus ein bisschen anders erlebt, beziehungsweise erlebe sie ein bisschen anders. Das hängt wahrscheinlich auch von Therapeut zu Therapeut ganz unterschiedlich ab, weil jeder Mensch ist ja auch ein bisschen anders, tickt anders, hat andere Ansätze. Das habe ich halt auch bemerkt. Also ich habe zum Beispiel, was war das? Also ich habe halt auch, ich war ja noch nicht fertig, ist auch nicht schlimm, dass du mich unterbrochen hast, weil beim Thema Mobbing ist es so, das ging bei mir halt auch schon so, so Mitte, also zu kurz vor Ende der Grundschule war das so, da wurde ich halt ein bisschen gemobbt. In der Hauptschule war es halt wirklich so eine richtig heftige Zeit. Also so ab der 6., 7. Klasse, ich glaube, ja, so 5., 6. Klasse ging es halt los, da wurde ich halt auch ziemlich gemobbt, weil es gab halt immer so Gründe, du stinkst, wasch dich mal und alles, was man dann immer wieder gehört hat, weil man halt unbedingt so cool sein wollte. Und die Lehrer haben das halt auch, dann auch irgendwie nicht so richtig, sagen wir mal, geschissen bekommen, aber es ist wie gesagt Anfang der 2000er gewesen, da ist es noch gefühlt genau heute noch so wie damals. Und es ist heute mittlerweile schlimmer, muss ich tatsächlich auch sagen. Ja, ich meine halt auch mit der Reaktion halt auch der Lehrer. Also ich habe mit meiner eigenen Initiative habe ich mir gesagt, wenn du jetzt mit denen dann noch ein Schuljahr aushältst, du wirst automatisch sitzen bleiben, weil das hat sich ja auf meine Noten abgespielt. Und das hat sich dann halt auch deutlich verbessert. Gut, wenn man halt ein Schuljahr wiederholt hat, freiwillig. Also ich bin da wirklich mit meiner Mutter hingegangen. Ich habe dann so gesagt, meinen Eltern halt vorher geredet, so gesagt, so ich einerseits würde ich die 7. Klasse wiederholen, weil sonst bleibt mein Notendurchschnitt so schlecht. Andererseits halte ich es da auch nicht aus. Das habe ich so meinen Eltern halt nicht erzählt. Mein Vater eher so nach dem Motto, wenn die dich mobben, ne, mobbe zurück oder schlag zurück. So nach dem Motto nicht irgendwie, weil heute bin ich eher derjenige, der so eher, wenn es einen Streit gibt, eher eine Schlichtung sucht, anstatt irgendwie dann auch noch mit dem Streit den Streit zu beenden, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Also das bringt überhaupt nichts. Und ich bin halt auch eher einer heute geworden, der wirklich so nach einem Kompromiss sucht, wo man sagen kann, dass man diesen Streit oder diese Mobbing-Geschichte halt einfach aufhört. Im schlimmsten Falle, klar, natürlich, da muss man hart durchgreifen, was halt immer das Letzte ist, was man nimmt, das hart durchgreifen, und das bringt dann halt für niemanden etwas. Andererseits war es dann halt auch so, das hat mir halt auch quasi, so sagen wir mal, meine Stimmung damals gerettet. Es wurde damals halt immer noch so gemacht, so ja, wird immer noch so zum Teil gemobbt, nicht mehr so schlimm wie damals. Ich habe das halt dann halt auch quasi mit so einer, ja, was, es war eine gute Freundin meiner Mutter, die halt, glaube so Psychologie halt anfangen wollte zu studieren, also so Psychologe, nicht auf Pseudopsychologe machen wollte oder so, sondern auf dem Weg dahin war, Psychologin zu werden. Und das hat halt auch irgendwie damals besser getan als bei einem professionellen Psychologen. Weil einerseits A, die Person kennt dich richtig gut, weil ist eine Freundin meiner Mutter gewesen. Vertrauen spielt ja bei solchen Dingen auch wirklich genau. Eine große Rolle. Und deswegen hatte ich ein paar Jahre später halt auch bei diesem einen Psychologen, der mir da von der Caritas gestellt wurde, dann auch so meine Probleme halt mitgehabt, weil der hätte irgendwie schon so gedacht, der kennt mich jetzt auf einmal nach einer Sitzung oder irgendwie sowas, und ich habe ihm noch nicht mal alles erzählt. Ne, so eine Stunde Sitzung oder irgendwie sowas, und schon weiß er, wer ich bin oder was. Also da denke ich mir dann so, wenn ich das so wirklich rückblickend so drauf schaue, dann denke ich mir so, heute eher, wenn ich irgendwie was habe, rede ich halt eher lieber mit Freunden darüber, denen ich A, vertrauen kann, und B, mit denen halt auch wirklich darüber reden möchte. Ja, außer man will das halt wirklich für sich behalten. Also ich kämpfe jetzt zum Beispiel halt auch in der Pandemie mit ein paar Problemen, psychischen Problemen. Ich sage das hier auch offen und ehrlich, das habe ich auch auf Social Media schon öfters geschrieben, dass ich mich sehr einsam fühle. Weil das hat einerseits damit zu tun, dass sich mit Leuten treffen, also sprich daten oder irgendwie, ne, das ist halt, geht halt gar nicht, ne, du kannst nicht in irgendeinen Club gehen, du kannst nicht in irgendeine Bar gehen, es ist alles dicht, das geht gar nicht. Und Dating-Apps sind quasi der letzte Weg, um überhaupt vielleicht jemanden zu kennen, mit dem du vielleicht dann die nächsten 50, 60 Jahren dein Leben teilen willst oder Leben verbringen willst. Und das ist halt ziemlich scheiße. Ganz ehrlich, ich sehe das halt auch so. Und das ist halt nicht geradewegs so einfach. Da werden dir nicht Steine in den Weg geschmissen, sondern ganze Berge. Und das nagt halt auch ziemlich an der Psyche, wo du dann halt auch wirklich, und geradewegs halt auch in der Pandemie, wo du weißt, ne, die einen haben ihr Glück, ne, die anderen haben ihr Glück, du freust dich für die.
Aber selbst denkst du dir dann irgendwie so, du sitzt hier alleine, machst nichts, zockst vielleicht mit deinen Kollegen, aber die haben dann auch irgendwie eine Möglichkeit, mit ihrer besseren Hälfte Abend zu verbringen oder weißt du was ich was, wo du dir dann denkst, ja, dann bist du wieder alleine. Und was hast du dann nur? Ja, ein Bierchen in der linken Hand und in der rechten Hand, keine Ahnung, eine Fernbedienung oder eine Maus, um irgendwie was zu bedienen, was du dir dann angucken willst. Ich versuche das gerade so ein bisschen auf dem Niveauvollen zu sagen, nicht, dass ich dann irgendwie sage, in der rechten Hand hast du deinen Lümmel und was weiß ich nicht alles. Ne? Also Einzelne werden wahrscheinlich schon wissen, worum es halt auch geht. Ne? Aber man hat auch so diese Bedürfnisse so nach Liebe. Ja, natürlich. Das ist ja gerade so das Kernbedürfnis schlechthin als Mensch, die der Sinn nach Gemeinschaft, der Sinn, irgendwo eine Rolle zu erfüllen. Heute ist ganz schlimm mit dem Räuspern. Und entsprechend auch ein gewisser Drang nach Zuneigung, dass du halt auch nicht nur eine gesellschaftliche Rolle erfüllst, sondern auch im Privaten. Eben. Und wenn halt dann irgendwie das Treffen von Freunden noch nicht mal geht, weil du weißt, kannst nicht zwei, drei Leute dir zu dir nach Hause einladen, weil es geht nur eine Person aus einem Haushalt. Dann geht das halt gar nicht. Dann gehen halt auch keine Treffen so an sich, weil du nicht weißt, wo du hingehen sollst, weil alles dicht ist. Und das ist halt dann das Problem. Und dann merkt man halt auch irgendwie, dass soziale Kontakte eigentlich das Wichtigste sind, was ein Mensch eigentlich auch braucht. Damit die Psyche eines Menschen eigentlich dann auch, ich würde jetzt nicht sagen befriedigt ist, sondern dass es der gut geht. Aber das ist im Moment nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Man will halt wirklich gerne die Person umarmen, wo man dann halt nicht direkt dann, also freundschaftlich umarmen oder halt natürlich auch irgendwie um Zuneigung zu zeigen, dass man halt zumindest die Person lieb hat in dem Sinne. Ne, das ist es, das will man halt machen, aber das geht halt nicht, weil du nicht weißt, ja, ansteckend oder nicht. Und das ist dann halt auch wieder so die Frage der Psyche, die dann halt auch wieder alles kaputt macht im Kopf, wo man dann sich so denkt, nee, das geht nicht, du kannst es nicht machen, aber du brauchst es eigentlich. Ne? Und irgendwann geht man aber dann halt eigentlich so weit, dass man dann halt irgendwie auf diese Sicherheit, dass man wirklich in seiner eigenen Bubble ist und dann das halt gar nicht mehr macht. Aber wenn du dann halt mitkriegst, dass du, wenn du dann selbst noch in einer Bubble mit einer anderen Bubble bist, dass die Bubble dann halt, ne, eine glückliche Beziehung zeigt mit großen Ideen, Zukünften und was weiß ich was, einen schönen Abend verbringt und so, und du hier sitzt, ne, und keine Ahnung, am Zocken bist, einen Film guckst oder irgendwie was liest oder sowas, dann merkt man halt, dass man halt dermaßen einsam ist, und das tut weh. Und das macht halt einen auch ziemlich kaputt. Also, wenn das hier alles vorbei ist, wir werden nicht so wieder wie vorher sein, das wird dann noch schlimmer sein. Wir werden ziemlich viele, also Respekt an die Psychologen, die im Moment durch diese Pandemie gehen, um die Patienten, wahrscheinlich auch noch vor der Pandemie, es gibt wirklich welche, die sind wahrscheinlich durch die Pandemie halt noch schlimmer dran, als also psychisch noch schlimmer dran als wir beide, sage ich jetzt so, wie es ist. Da kann ich mich wahrscheinlich auch charakterlich sehr glücklich schätzen, dass ich in erster Linie eher so Einzelgänger, eher misanthropmäßig, jetzt nicht unbedingt Eremit, dass ich mich komplett von allem abkapsel und wegsperre. Dass ich auch losgelöst von allen existieren könnte. Ja, ich habe halt auch, also öfters mal so den Gedanken, so, ja, so alleine, ne, so alleine wohnen, das macht jetzt schon halt richtig Bock, ne? Das wird cool und das ist schön und toll. Ja, aber nicht auf Dauer. Ja, eben, aber nicht auf Dauer, weil du, wenn du dann irgendwie mitkriegst, so der ein oder andere, so, ja, wir planen zu heiraten und weiß ich nicht alles. Also, das ging auch schon vor der Pandemie so 5-6 Jahre so drumrum, so als ich wirklich schon so ins Alter so 18 kam, 19, die ganze Verwandtschaft, das war dann auch so dieser psychische Druck. Ja, wann lernen wir deine Freundin kennen? Wann wollt ihr heiraten? Wann gibt's Kinder? Ich denk mir nur so, Alter, was wollt ihr von mir? Nur weil ihr mit 17, 18 schon hier, weil das ist wirklich immer so mein Credo, sondern meine Meinung halt, dass ich mir halt sage, ich habe das ganze Leben noch Zeit. Klar, es kann jederzeit vorbei sein, aber dennoch, ich muss nicht gleich irgendwie direkt sofort, wenn ich aus der Schule oder von der Ausbildung her komme, direkt einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und eine Familie gründen. Ja, das finde ich tatsächlich auch immer ganz schwierig, so die eigenen Bedürfnisse mit den Erwartungen der Familie zu vereinen, beziehungsweise die überhaupt zu kommunizieren. Ja.
Und gerade wenn man unter entsprechend psychischen Problemen leidet oder Erfahrungen mit Mobbing hat, ist das halt nicht ganz so einfach. Vor allem, da man dann, gerade wenn man in der Schule das Mobbing erlebt, eben entsprechende soziale Kompetenzen gar nicht richtig entwickeln kann. Weil einem halt die Interaktion mit anderen fehlt. Ja, geht auch nicht, weil zum Beispiel halt, dann hast du so Familienmitglieder oder halt generell halt welche in der Familie, wenn du denen sagst, dir geht's wirklich nicht gut, weil du fühlst dich einsam und bla und alles oder hältst den Druck nicht aus, dann sehen die das aber dann nicht als, okay, er braucht Hilfe, sondern die sehen das als Versagen und dann sind sie richtig enttäuscht auf dich und dann wird's nicht besser, dann wird es schlimmer und das ist das, was die nächste Generation nach mir quasi, kann ich ja so sagen, nach mir oder danach dann noch, das sind also quasi meine Eltern, ne, so gesehen. Meine Eltern haben halt sich immer um mich gekümmert, das will ich jetzt noch so sagen, ich will sie nicht schlecht darstellen, mehr meine Ma als mein Dad, aber die kümmern sich beide jetzt immer um mich, also ich bin denen auch ihr Ein und Alles, also da ist jetzt, sagen wir mal, da gab es halt auch mal Probleme und so, aber ich würde da nicht ungern darauf eingehen, weil die Themen sind erledigt und so weiter. Aber dennoch, die hätten sich auch um gewisse Sachen besser kümmern sollen, weil zum Beispiel halt sowas wie, ne, wenn es dann immer auch aus meiner Familie hieß, es dann, ja, in deinem Alter habe ich das und jenes gemacht. Ich so, ja, das ist schön, dass du in deinem Alter das und jenes gemacht hast. Glückwunsch, willst du einen Orden dafür? Willst du einen Gutschein dafür haben, für einmal klugscheißen oder wie? Also, ja, da stoßen aber, glaube ich, auch gerade die Fronten der Generation aneinander, ja, dass eben. Und damals halt Dinge entsprechend anders waren und du andere Erwartungen und andere Aufgaben hattest als heute. Ja, und das nervt halt auch, das nagt auch an der Psyche, wo du dir dann halt so denkst, ey, das ist eine andere Generation, mit der du gerade redest, du kannst da nicht irgendwie dein Leben quasi auf die andere Generation packen, gut, das machen viele, das ist in vielen Ländern ja halt so, halt schon immer so, wenn du 5 Jahre alt bist, dann steht schon fest, hier, du heiratest die Nachbarin mit dem dicken Pickel auf der Nase, heiratest du in 15 Jahren, das steht schon fest, ne, und ja. Und da hast du dann auch einen gewissen Druck oder so, obwohl du dann auch lieber so, ne, die andere Nachbarin halt mit den schönen Haaren heiraten möchtest oder so, aber die dann für jemand anders versprochen wird. Den Druck, diesen psychischen Druck hast du überall, weil wir halt heutzutage, vor allem heutzutage ist es so, nicht mal einfach mal abschalten können, einfach nicht mal so mit einem Fingerschnippen mal einfach mal so sagen können, so, jetzt lege ich mich in die Wanne, schön klassische Musik oder ne Chill-Out Musik und gut ist und mal einfach mal für eine Stunde die Augen zumachen und dabei die Musik sich anhören. Oder vielleicht mal 1-2 Schlückchen Schnäppchen, Wodka, was weiß ich was, nein, keine Ahnung, gutes Getränk dabei und gut ist, das können wir aber nicht, weil wir stehen unter Druck, wir stehen unter Stress und dann kommt dann auch noch das Mobbing dazu. Und dann wird die Leistung nicht gebracht, die auf dich gesetzt wird, dann wirst du fertig gemacht, scheißegal wo, und dann muss man sich nicht wundern, dass man am Ende dann irgendwie sagt, ich bin ein kaputtes Wrack, ich kann eigentlich nicht mehr, ich will, dass es beendet wird, und dann hat man halt immer öfters mal diese Gedanken drum, dass es halt nicht mehr weitergehen soll, weil man sich dann am liebsten, keine Ahnung, die Kugel geben will oder sonstiges. Ich kann die Leute da verstehen. Viele werden dann sagen, nein, du kannst mich nicht verstehen. Klar, es ist immer in vielen Fällen halt anders. Also ich zum Beispiel, ich hatte wirklich halt öfters mal immer den tiefsten, also wirklich einen Downer, also wirklich schlimmsten Depressionen oder so, die habe ich halt immer wieder verbergen können. Man setzt dann quasi eine Maske auf. Das ist dann halt so, um zu zeigen, du bist nicht verletzlich oder so. Also alleine halt das auch in der Pandemie jetzt irgendwie zu verbergen, das kannst du gar nicht mehr. Und ja, aber gerade das ist doch auch ein Problem, dass die Gesellschaft schon quasi mit in Kindesjahren an auf den Weg gibt, hey, deine Schwäche darfst du nicht zeigen, wir helfen dir nicht, du musst selbst klar. Das sind ja riesige Probleme, die müsste man eigentlich bekämpfen. Die müsste man bekämpfen, aber viele sagen halt einfach nein. Warum? Weil viele da halt eine Schwäche sehen, weil es dann heißt, du bist schwach, du bist leicht angreifbar, du bist quasi derjenige, für denjenigen, der dann halt immer so tut, so, ah, ich bin derjenige, der am stärksten ist, dann geradewegs auf den das dann auch rauslässt, weil man dann halt immer ein Ventil braucht, um es rauszulassen, und dann leiden geradewegs die, die schon so dermaßen am Leiden sind.
Und, das kotzt mich. Und ich habe ja schon selbst schon auch in diversen Videos hier bei DERCHO.TV und auch in Streams auch schon gesagt, ich habe es kommen sehen, dass diese Gesellschaft alleine halt auch, weil viele zurückgelassen werden, egal ob das jetzt psychisch so ist, in der psychischen Situation, also was auch vor allem halt eher am wichtigsten ist, das zu bekämpfen, anstatt irgendwie die wirtschaftlichen Folgen. Dass ich schon sage, diese Gesellschaft, die ist schon von der Klippe runtergesprungen, die ist tot, die existiert eigentlich nicht. Ich will nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein, das sage ich mir, bin ich auch nicht mehr. Ich sage auch, ich gehöre nicht mehr dazu, ich mache mein eigenes Ding, gut ist. Wenn ich weiß, dass jemand Hilfe braucht, versuche ich so weit zu helfen, wie ich kann. Ich zum Beispiel habe halt auch riesen Respekt vor Psychologen, aber ich weiß nicht, ob ich einem Psychologen, den ich überhaupt nicht kenne, das ist wirklich so, meine Probleme halt sagen kann, von wegen, ich fühle mich alleine, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor. Das ja, und das ist ja, das basiert ja auf dem Problem, das ich eben schon angemerkt habe. Das ist ja dieses, du darfst keine Schwäche zeigen und du darfst mit anderen darüber nicht reden. Ja. Und genau da ist ja das riesige Problem. Das ist ja auch das, wo ich vorhin mit dem Erlebnis, mit dem Mädel das Ganze beschrieben habe. Die hat das ja auch wieder direkt runtergeredet, selbst geschluckt, Maske aufgesetzt, oh, mir geht's gut. Ja, das sollte man eigentlich nie machen, wenn man halt auch wirklich weiß, man sollte auch geradewegs, wenn man weiß, dass die Leute, die halt eigentlich auch dann diese psychischen Probleme verursachen, dann auch mit denen zu reden, das bringt halt gar nichts, weil das macht's nur schlimmer. Das macht's nur wirklich schlimmer und da muss man halt auch wirklich gucken. Also ich rede halt dann auch ab und zu mal wirklich mal gerne mit Freunden darüber oder so, wenn es halt mal wirklich so ist. Auch andere reden mit mir mal ab und zu mal darüber. Also es gibt halt welche, die verstecken das halt wirklich und sagen dann irgendwie so, ja, es ist aber alles gut und so weiter und so fort. Aber dann merkst du halt irgendwo noch so, ja, du sagst es halt nur, dass es halt gut ist und so weiter, aber das kommt halt dann irgendwie nicht. Aber dann verschließen sie sich und dann sagen sie halt gar nichts dazu. Wo man dann halt auch irgendwie denkt, so, oh, eigentlich willst du ihm quasi eine links, eine rechts geben, um dann natürlich dann zu sagen, Junge, das bringt nichts, dass du dich dahinter so versteckst, das hat keinen Sinn. Ja, aber das ist ja auch der falsche Ansatz. Ja, das ist es ja auch. Und da denke ich mir halt auch so, dass wir das dieser Gesellschaft zu verdanken haben, dass es leider so dazu gekommen ist. Das ist schon eine traurige Situation. Und gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo man weiß, es geht eigentlich um alle jetzt, um alle, wirklich um alle, die wirklich Hilfe brauchen. Aber es werden halt nicht alle berücksichtigt. Und das tut weh. Das tut weh, das eigentlich zu sehen. Man will ja halt selbst gerne helfen, aber dann weiß man, also ich bin halt auch so einer, der hilft lieber den anderen als sich selbst. Das ist wirklich so. Ich bin einer, wenn ich weiß, die Person ist mir ziemlich wichtig, die ist mir nicht in meinem Leben wichtig, sondern auch in meinem Herzen mit dabei. Ist quasi wie so Familie. Dann hilft man der eher, als sich mit anderen, als sich um seine eigenen Probleme zu kümmern. Und klar, man kümmert sich dann auch danach um seine eigenen Probleme, denkt sich dann so, ja, das ist noch und das ist noch. Aber gut ist, obwohl gut, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man sich dann halt mit den Problemen von anderen beschäftigt. Klar ist natürlich auch, wenn man die größeren Probleme hat, aber diese dann halt auch irgendwie mal für kurze Zeit halt irgendwie weglassen möchte, da hatte ich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder dieses Szenario gehabt, dass ich eigentlich so im Hinterkopf hatte, eigentlich hast du so eine riesen Baustelle vor dir. Und dann machst du irgendeine andere Sache, um dich abzulenken. Klar, abzulenken bringt aber auch nicht viel, weil diese Ablenkung hat irgendwann ein Ende. Und wenn diese Ablenkung ein Ende hat, dann kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen und dann steigt wieder dieser Druck, dann steigt wieder diese Unsicherheit, dann steigt wieder diese Angst, die man hat und das geht dann auch wieder auf die Psyche. Psyche würde sich am liebsten halt bei der Ablenkung wohlfühlen, aber du weißt, es geht da halt auch nicht mehr weiter, du kannst da halt auch nicht raus. Viele sagen dann halt auch einfach, ich fühle mich wohl, ich lasse es so weitergehen, ab und zu kriegen sie dann mal diesen Schub, aber es ist dann halt auch traurig, dass die dann halt wirklich sich nicht helfen lassen wollen. Das tut weh, das dann zu sehen, und wenn du selbst irgendwie mit verbundenen Händen da stehst und sagst, ich weiß nicht mehr weiter, wie ich der Person helfen kann, dann
versucht man halt natürlich vielleicht irgendwie mit einem Psychologen Kontakt aufzunehmen, um dann halt eventuell die Person dahin zu lotsen. Es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Im besten Falle ist es, die Person sieht es ein und sagt, okay, ich hole mir Hilfe. Okay, Problem ist, ja. Red mal kurz aus. Ja, oder wie gesagt, ne, die Person sieht es und sagt, okay, ich brauche Hilfe. Ne, und man lotst die dahin. Aber im schlimmsten Falle kann es halt auch einfach so sein, dass du dann halt deine eigene Energie dafür verbrauchst und diese Energie, die du dann dafür reinsteckst, eher für deine eigenen Probleme oder für deinen eigenen Stress oder für deine eigenen psychologischen Probleme da eher benutzen solltest. Müsstest oder so, könntest. Und dann macht das halt auch selbst noch einen kaputt, dass man dann noch das draufpackt und das draufpackt. Dann hast du ein riesen Sandwich, was du halt nicht aufkriegst, weil doppelte Belastung, fünffach Belastung, was auch immer. Das ist schon traurig, dass dann sich da niemand so richtig drum kümmert, dass der Mensch selbst dann auch irgendwie so sagt, ich bin da so eigenegoistisch und sag eigentlich, ich soll nicht verletzbar sein, weil das hat dann wieder auch was mit der Familie oder mit der Generation dann auch wieder zu tun, dass du dann halt sagen musst, ne? Du bist, sagen wir mal, eigentlich unverwundbar, aber du bist immer verwundbar, egal bei was. Aber ein ganz großes Problem ist ja tatsächlich auch dieses fehlende Verständnis, beziehungsweise die Psyche ist ja ein sehr, sehr komplexes Gebilde, gerade was den Menschen angeht. Und entsprechend überhaupt zu erkennen, hey, wo liegen die eigentlichen Probleme? Wenn ich mit Leuten über meine Probleme spreche, die selbst nicht so solche Erlebnisse haben, kommt es dann ganz oft mit Antworten wie, hey, du hast doch alles, was brauchst du denn noch? Und Mädels gibt's doch wie Sand am Meer, etc. Entsprechend, weil sie halt nicht diese Erlebnisse haben, nicht diese das Ganze entsprechend nicht nachvollziehen können. Ja. Das sind ja gerade die ganz, ganz großen Probleme. Es fehlt halt einfach an Awareness, es fehlt an Verständnis, fehlt daran, dass man über solche Probleme ganz klar spricht und sagt, hey, halt, hier haben wir eine riesige Baustelle, da müssen wir was gegen tun. Eben. Und das tut halt niemand. Die sind da, die denken sich da halt auch einfach, die dann halt dieses Verständnis halt nicht haben, denken sich dann halt einfach, mein Gott, das kriegt man noch ganz einfach hin, ne? Weil die es noch nie selbst miterlebt haben, weil sie es noch nie erlebt haben, weil sie irgendwie denken, ne, erstmal klug die Klappe aufzureißen und dann sagen, ja, ich versuche dir zu helfen. Und dann stehen sie da so und dann ihr Gewissen, eigentlich möchtest du der Person gar nicht helfen, weil was hast du mit deren Problem zu tun oder weißt du was ich was? Und laufen dann weg und dann haben die da ihr eigenes Problem, weil sie halt, ne, großmäulig sind und dann so tun, als würden sie sich um jedes Problem kümmern können, aber tun es dann nicht. Andere wiederum ist denen dann, gibt es dann halt auch welche, wie gesagt, andere, die dann sagen, ja, das interessiert mich ein Scheißdreck. Weggucken bringt aber auch nichts. Aber das Problem ist aber halt auch für mich, dass, obwohl eigentlich dieses Thema ja schon abgeschlossen ist, so mit diesem Psychologen halt. Es gibt die Psychologen. Ne? Aber es ist halt, es hängt auch bei vielen Leuten ab. Es hängt von der Person ab, mit denen, was die für ein Problem haben. Und mit dem Psychologen, wo er das Problem halt wirklich richtig anpacken kann, wo er wirklich helfen kann. Und das ist dann auch wieder so, wie ich es manchmal finde, so eine Generationsfrage. Also wenn du so gerade jemanden hast, der frisch Psychologie studiert hat und sagt, ich bin jetzt Psychologe und so weiter und im selben Alter quasi ist oder 5 Jahre älter oder sogar 10 Jahre älter, dann geht das wohl wahrscheinlich. Dann versteht er halt auch, was los ist. Aber wenn du jemanden hast, der 30, 40 Jahre lang Psychologe ist, ne, und dann dir versucht, da irgendwie was reinzubrabbeln, wo du weißt, das ist eigentlich von vor 10, 15 Jahren so gewesen, heute ist das anders. Und dann zum Beispiel halt sowas wie, ja, es gibt Frauen wie Sand am Meer. Ach so, ja, es geht ja im Moment ja gar nicht. Du kannst sie ja nicht alle sehen, weil, ne, wegen hier Covid und Ansteckungsgefahr und bla und alles. Und das geht dann halt gar nicht. Und das ist für mich so ein Problem halt. Also ich will den Job des Psychologen oder irgendwelche Psychologen nicht schlecht reden, wirklich nicht. Oder halt generell die nicht schlecht reden sollen. Aber manche Psychologen sollten halt einfach mal vielleicht ihre jüngeren Kollegen, vielleicht frisch gebackenen Kollegen, mal einfach mal fragen, wie man das mit der Generation hinbekommt oder irgendwie sowas. Viele
versuchen halt immer wieder, ich sag, es gibt halt auch welche, ne, die sind frisch Psychologe geworden, können da aber dann halt, reagieren dann halt wie so die ganz älteren Psychologen und umgekehrt, dass halt die älteren Psychologen halt abwissen, wie die Generation, die jüngere Generation halt auch abgeht. Gut, man muss sich denen dann immer entsprechend anpassen, das können die auch. Riesen Respekt davor, wie gesagt, ich versuche das auch mal ab und zu mal so als Möchtegern, also nicht als Möchtegern-Psychologe, wie ich mich ja manchmal bezeichne, aber du versuchst dich manchmal wirklich in diese Person reinzuversetzen, aber das geht dann halt nicht. Ein Psychologe kann das. Und da habe ich riesen Respekt davor. Und da habe ich zwei Sachen dazu. Zum einen, Psychologen darf man ja nicht immer als die Problemlöser sehen. Das sind ja Menschen. Will ich ja eigentlich auch nicht sagen. Also, ich sag, das Ende, also der Problemlöser selbst am Ende, das ist die Person, die halt die Hilfe sucht. Er muss das Problem selbst lösen. Er lotst ja quasi die da nur hin. Er lotst die dahin, um zu sagen, das ist die Richtung, in der du dein Problem lösen kannst. Und die hilft. So. Genau, und zweite Sache, ich glaube tatsächlich, was dieses Anpacken der dieses Problems in der Gesellschaft und der Mentalität der Leute angeht, gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Möglichkeit 1 ist, dass die Leute endlich anfangen, die Psychologen und Psychotherapeuten zu überrennen und mit Aufträgen zu überschwimmen. Weil dann auch endlich in der Politik gesehen werden muss, hey, wir müssen da weitere Arbeitsplätze schaffen und wir müssen uns mit den gesellschaftlichen Problemen, gerade was das Anerkennen solcher psychischen Probleme angeht, befassen. Ja. Option 2 ist tatsächlich dann, wenn in der Politik der Generationenwechsel kommt. Eben. Und das ist auch eines dieser großen Probleme, die Politik. Die sieht das nicht richtig ein. Die sieht das wirklich nicht. Die denken sich so, ja, die Psychologen, ja, da machen wir das und jenes. Da verbessern wir dieses Angebot und dieses Angebot, obwohl das überhaupt nichts bringt. Und dann stellen die sich dahin, reden wieder ihr typisches Gesabble. Das ist eigentlich generell bei jedem Problem so, wenn es um die Gesellschaft geht. Weswegen man sich nicht wundern muss, dass die Gesellschaft so ist, wie sie heute eigentlich ist. Dass man dafür auch sorgt, dass wenn jemand irgendwie Probleme hat, sei es psychisch, sei es, wie gesagt, Mobbing und so weiter oder finanziell oder so, da sind wir alle gespalten. Und da hat die Politik seit Jahren keine richtige Lösung gefunden. Und die wird sie auch nie finden, obwohl sie ganz einfach ist. Und zwar nämlich wirklich, wie gesagt, mehr professioneller Leute daran setzen, dass man den Leuten helfen kann, dass die quasi aus ihren Problemen rauszulotsen weiß. Ja? Na, einfach nur mehr Schaffen von Arbeitsplätzen bringt da nichts. Da muss auch in erster Linie ein Wandel im Kerngedanken der Gesellschaft folgen. Das Problem ist aber halt auch, und das ist es ja, dass sich da gewisse Leute halt nicht ändern. Dann heißt es ja, das muss aber so sein, wie es ist. Nee, das muss es aber nicht, weil wenn man diesen Wechsel halt haben möchte, dann muss man auch wirklich daran glauben. Man kann halt nicht irgendwie so das ignorieren. Also es gibt halt welche, die ignorieren ihre Niederlage, es gibt welche, die ignorieren, das ist das beste Beispiel, was man so in den letzten Monaten wahrscheinlich irgendwie gehört hat, so wenn es auch um Politik geht, dass welche ihre Niederlage nicht anerkennen und dann kriegst du es auch noch so hin, dass du die dann auch noch so dazu zwingen kannst und es tut halt weh, sowas zu sehen und deswegen, es ist immer wieder traurig. Ich habe halt auch mal, das ist kein Scherz, ich habe halt auch echt mal überlegt, schon vor 5 oder 10 Jahren, eher vor 5 Jahren, dass ich eventuell auch Psychologie studiere, oder? Da habe ich echt drüber nachgedacht. Tatsächlich hatte ich den Gedanken auch schon. Ja, ich habe halt also, irgendwie so gesagt, das hat bei mir halt einfach daran gescheitert, dass ich selbst halt irgendwie, dass ich mir so gesagt habe, naja, bevor du halt nicht der Problemlöser, aber halt derjenige sein möchtest, um dessen, sagen wir mal, die anderen Leute zu helfen, sollst du mal erstmal um dich selbst kümmern. Ich sehe das heute jetzt halt auch immer noch so. Eigentlich solltest du dich um dich selbst erstmal kümmern, anstatt um die anderen. Nur das tue ich selbst halt nicht. Ich kümmere mich auch um meine Freunde, ich kümmere mich auch um mich und ich kümmere mich halt auch vor allem um die Leute, die halt wirklich dann auch wissen, wenn sie wirklich Hilfe brauchen.
Ich kann halt nicht. Ja, aber das ist doch auch so eine Sache, das ist ja gerade das Richtige, sich nicht nur um sich zu kümmern, auch andere zu sehen und entsprechend anderen helfen zu wollen. Aber im Moment ist es leider so, und das ist halt auch so, ich weiß nicht, ich sehe das halt auch so einer der Gründe, dass die, wo die Psychologen eigentlich auch helfen könnten, dass viele halt einfach irgendwie nach einer gewissen Zeit sagen, wenn sie wirklich so eine, ich würde nicht sagen Absturz hatten oder sowas, dass sie dann halt einfach nur noch sagen, so, jetzt kümmere ich mich nur noch um mich. Die anderen sind mir eigentlich, sagen wir mal, nicht scheißegal, aber ich kümmere mich um die. Und andere wiederum reißen sich den Arsch auf, versuchen andere zu helfen, aber die anderen bleiben dann aber sturköpfig und sagen, nö, ich versuche es selbst zu regeln. Ne? Ich sehe mich da darunter zum Teil, also ich sehe mich sowohl als ich kann meine Probleme selbst lösen, obwohl ich weiß, gewisse Probleme kann ich nicht selbst lösen. Dafür brauche ich jemanden, der mich dahin lotst. Andererseits sage ich aber, ich schaffe es. Oder beziehungsweise, nee, das ist ja zu ein und dasselbe, was ich sagen wollte. Andererseits sage ich aber, ich nehme die Hilfe an, beziehungsweise helfe auch den anderen, um dann die Probleme selbst zu lösen. Weil einerseits hilft das ja auch dabei, wenn die quasi dieselben Probleme haben, kann man diese Richtung auch selbst noch gehen. Und das ist zum Beispiel auch eine Lösung, die man machen könnte. Aber redet hier so 0815-Mensch wie ich, also... Ich bin da, was das angeht, ich sag so nicht so schüchtern, aber ich habe öfters auch mal das Gefühl, dass ich dann manchmal was Falsches dann eher sage und dass man das dann halt falsch verstehen kann. Ja, aber dieses gerade das davon lebt ja auch Kommunikation und gerade auch Problemlösung, dass man gemeinsam über solche Sachen redet und guckt, hey, hat mich die Person jetzt so verstanden, wie ich es meinte, oder fühlt die sich angegriffen? Das sind ja wichtige Aspekte, gerade wenn man solchen Personen helfen möchte. Ja. Dass man jetzt nicht schnurstracks stumpf sagt, hey, probier das, das, das und das und das und das, ohne wirklich ein Feedback haben zu wollen, selbst überhaupt. Ja. Es ist, ich versuche da gerade auch echt mal so ein bisschen so darüber auch nachzudenken nebenbei. Was mir geradewegs ziemlich schwer fällt, aber es ist. Ja, solche Dinge brauchen immer Zeit. Ja, man braucht halt immer dafür Zeit und ich hoffe ja natürlich auch, dass man sich mehr halt auch darauf auch blickt. Also vor allem halt auch, weil Mobbing, beim Thema Mobbing jetzt zum Beispiel, ist es halt so, psychischen Probleme fangen halt dann auch mit Mobbing an. Ne, man ja, sucht natürlich. Sich irgendwo, ganz oft. Man sucht sich irgendwo eine Stelle raus, womit man die Person XY dann quasi fertig macht, wo ich mir dann halt auch immer wieder die Frage stelle, auch bei meinen Mobbing, also als ich gemobbt wurde, habe ich mir halt auch immer wieder die Frage gestellt, warum, was bringt dir das? Bringt dir das Zustimmung, um bei den anderen Leuten, damit du dich cool fühlst? Oder es so? Steigert das eigene Selbstbewusstsein. Ja, wo ich mir, das ist der Kerngedanke, der ganz große Kerngedanke, den man da immer sehen muss. Und der tatsächlich auch immer dazu führt, nicht nur zu Mobbing, sondern oder zu Ausgrenzung, sondern auch entsprechend dazu, immer der Beste sein zu wollen, etc. Man bekommt dadurch Bestätigung, egal ob jetzt in Form von besseren Positionen in der Arbeit oder jetzt dadurch, dass man Leute mit Leuten gemeinsam in der Schule andere ausgrenzt und mobbt und dadurch Bestätigung bekommt im eigenen Tun. Ja. Ich denke mir halt da auch immer wieder so, warum macht man das halt? Na klar, gut, dann denkt man sich so, oh, da habe ich mehr Chancen und alles Mögliche, ne? Aber es kann halt auch nach hinten losgehen. Und ja, tatsächlich habe ich es auch so erlebt. Ich habe ja in der Grundschule, wie gesagt, Mobbing erlebt und habe mich dann tatsächlich auch mal ordentlich zur Wehr gesetzt. Dann hat halt mal jemand eine Faust abbekommen. Schule musste dann eine Anzeige stellen. Die Mutter von dem Kerl hat von der Anzeige abgesehen, aber Schule muss ja halt. Das Ganze hat sich wieder im Sand verlaufen, da ist mir nichts passiert. Maximal ein Eintrag und das ist mehr als 3 Jahre her. Ja. Und entsprechend war es dann halt Ruhe mit dem Mobbing, aber entsprechend wollte auch niemand mehr was mit mir zu tun haben, weil, guck mal, der Schläger da. Ja. Ja, das ist dann halt direkt sofort diese ganze Diskussion halt dann. Ja, der Schläger denn da und es zerfrisst mich gerade, also sagen wir so, es zerfrisst mich nicht, also es regt mich da halt auch immer wieder so auf, weil so ist es dann halt auch gewesen, auch so früher in Zeiten von also meiner Zeit in der Hauptschule oder so,
ist es dann halt auch immer so, oder Grundschule zum Beispiel halt auch, da ging es halt dann auch schon irgendwie los, wenn irgendeiner in der Klasse das irgendwie nicht so verstanden hat, dann wurde immer so direkt so, und alles, und dann wurde man direkt dann da auch so dumm hingestellt, und wenn man irgendeine dumme Scheiße halt gemacht hat, dann wurde man auch direkt sofort darauf angesprochen, um halt den nochmal so richtig eine reinzuwürgen, damit er sich schlecht fühlt oder so, damit die andere Person sich so Selbstbewusstsein hat, wie, keine Ahnung, so, ich könnte alles schaffen. Und das regt mich manchmal so auf, wo ich mir einfach auch nur denke, ich würde am liebsten, aber ich tue es nicht, weil ich auch irgendwo noch ein gewisses Niveau habe, dass ich am liebsten alle einfach mal eine klatschen würde. So nach dem Motto, ne, so einen Handschuh nehmen und dann hier, du dreckiger Schüft. Ne? Das würde ich einmal mal so wirklich den Leuten mal machen, aber gut, die anderen drohen dann direkt sofort, ja, was hast du gemacht? Ich schau dich gleich tot oder so. Ne? Ja, schwierig. Und es ist schwierig und das ist halt auch das hat sich bei mir auch in den letzten 12 Monaten, wenn nicht sogar mehr, schon entwickelt, dass ich so einen übelsten Hass darauf habe. Ich würde am liebsten halt, es klingt jetzt ein bisschen dumm, wenn ich das sage, aber ich würde am liebsten die ganze Gesellschaft mobben wollen. Die Gesellschaft, die jetzt eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Gesellschaft jetzt so kaputt ist, wie sie jetzt ist. Ja, aber das ist ja auch der falsche Lösungsansatz und bringt ja an dem Punkt auch nichts. Das ist ja, Rache bringt halt nie was. Eben, und ich habe mir dann halt auch immer wieder gesagt, das macht dich halt dann nicht besser. Und irgendwann denkt man sich halt auch so, weggucken kannst du auch nicht. Weggucken ist das Schlimmste überhaupt, was du machst. Weggucken und ignorieren, was für Probleme andere haben, die eigentlich deine Hilfe brauchen. Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt. Aber dann denkst du halt auch irgendwie am Ende, bei einigen Sachen kannst du es machen, bei anderen Sachen wiederum nicht. Ne? Ja, da muss man aber auch immer sehen, weggucken ist immer, ist immer einfacher zum einen. Ja. Zum anderen aber auch die Sache so, wenn ich der Person jetzt helfe, dann bin ich ja auch irgendwo mitverantwortlich für sie. Und gerade wenn es um Leute geht mit starken psychischen Problemen, dann willst du da nicht unbedingt mitverantwortlich sein für diese Person, wenn sie sich am Ende doch was antut, weil dir dann Schuldgefühle an den Kopf geschmissen werden. Eben. Das will man halt überhaupt nicht. Und das will ich auch definitiv nie unbedingt nicht haben, weil ich merke dann sofort, wenn ich was Schlechtes getan habe, ich habe sofort ein schlechtes Gefühl und dann fühle ich mich dann halt auch direkt schlecht. Und das geht dann halt auch auf mein. Also ich weiß, du bist eigentlich ein schlechter Mensch, bla und alles. Du hast dafür gesorgt, dass dementsprechend es der Person schlecht geht und so weiter und du magst die Person eigentlich und dann hast du schlecht geredet, bla, etc. pp. Das tut dann halt mir sofort direkt weh und deswegen denkt man halt auch eher ein bisschen mehr darüber nach, als direkt sofort zu sagen, was eigentlich abgeht und deswegen, ja. Ich bin mir tatsächlich gerade auch gar nicht sicher, die Sache mit meiner Ex, die ja damals, das ist jetzt gerade mal 2 Jahre her, ein bisschen weniger. Spricht der junge Mann von damals. Zur Therapie geführt hatte, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber privat gesprochen mal? Ich bin mir gerade unsicher. Weiß ich gar nicht mehr. Das war ja die Sache mit Person XY. Mit, Ich glaube, ich weiß. Ja. Ja, hatten wir drüber geredet. Genau, doch. Ja. Das hat mich ja, wie gesagt, richtig hart reingeritten, zumal ich entsprechend aufgrund der Tatsache, dass ich ja vorher schon depressive Tendenzen habe und mich durchaus abgekapselt habe von anderen, entsprechend das irgendwo zu meinem einzigen Stützpfeiler gemacht habe und das entsprechend auch tief reißt. Wenn es dann kaputt geht. Ja, es geradewegs halt auch, was auch so die Liebe angeht, halt, das ist auch ziemlich so danach, wenn es halt wirklich in Richtung Trennung geht und man versucht da halt wirklich alles Mögliche dann gerade zu biegen und man versucht sich dann auch nicht angegriffen zu fühlen. Also als ich mich von meiner letzten Beziehung getrennt habe, ich war eher glücklich, sagen wir es mal so, weil ich war ziemlich unzufrieden. Das ist alles so von heute auf morgen passiert. Und das Lustige dabei ist, das Ende, als es eingeleitet wurde, hatte halt auch was mit Psycho und mit Mobbing zu tun. Probleme in der Familie gehabt, du hast versucht, mit dem Partner darüber zu reden und das hat dann nicht funktioniert, ganz einfach. Sturköpfig war der Partner wie keine Ahnung wer
Und ja, das ging dann halt in die Richtung, wo ich dann halt auch sauer wurde, wo ich dann halt so gesagt habe, eigentlich verlange ich von dir, dass du mir hilfst, ich brauche Hilfe. Jesus, da fühlst du dich dann allein gelassen und dann denkst du dir auch so, das hat keinen Sinn. Ja, dann hieß es dann auch so und dann wird man halt dann auch schnell, viele haben dann auch, das ist dann, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob das auch so psychologisch dann halt auch so solche Gründe sind mit der Psyche, dass man dann halt direkt aggressiv wird, den Partner halt anschreit, beziehungsweise direkt streitet und so weiter und so fort, weil man halt einfach sich nicht, sagen wir mal, geborgen bei der Person fühlt. Du fühlst dich halt nicht gerecht behandelt und entsprechend zeugt das für einen gewissen Zwiespalt. Genau. Das ist irgendwo ganz logisch. Ja. Also irgendwo ganz logisch, das ist logisch. Das sind ja Grundprinzipien im menschlichen Handeln, die sind ja ganz klar zu sehen. Mhm. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, weil dein kleiner Bruder mehr bekommt als du vom Kuchen, metaphorisch betrachtet, oder wenn du halt entsprechenden Neid auf deine Beziehung hast, weil du fehlendes Vertrauen hast, dann sind das halt Dinge, die sorgen für ungerechte Behandlung, je nachdem von welcher Seite aus, und führen zu einer gewissen Missgunst bei solchen Personen. Es ist halt auch wirklich eine Geschichte, eine Sache, wo man halt auch wirklich immer wieder, wo ich mir halt auch immer wieder die Gedanken stelle oder die so Gedanken mache und mich halt die Frage stelle, war das eigentlich auch alles richtig, was man damals getan hat oder so? Also ich weiß zum Beispiel die Sache, dass ich meinen Partner damals und meinen Ex-Partner so dermaßen angeschrien habe oder so, oder so angeschnauzt habe, sag ich mal so in dem Sinne, es bereue, weil die Person redet mit mir heute nicht, bis heute nicht, die fühlt sich dermaßen von mir angegriffen, hat mich überall auf Social Media geblockt, will mit mir nichts mehr zu tun haben, hat den ganzen Freundeskreis, den ich ja auch über meinen Partner dann aufgebaut habe, auch dann so quasi entsprechend aufgebaut habe, ne, dass es so verzahnt wurde, ist alles auseinandergebrochen, weil mich die Person dann halt schlecht dastehen ließ. Und ich habe dann keinen Kontakt mehr mit den Personen gehabt, weil die nämlich dann so gedacht haben, boah, jetzt macht er das mit mir. Und das ist halt auch so einer der Gründe, wo man dann halt auch weiß, das ist eine falsche Person, der du vertraut hast. Und wo du dann dir selbst so gedacht hast, eigentlich, das war alles ein schlimmer Fehler. Und wo ich mir heute so denke, eigentlich hätte ich mit der Person ungerne irgendwie einen Kontakt gehabt oder irgendwie, sagen wir es so, wie es ist, nie eine Beziehung eingegangen, weil das ging zu schnell, meiner Meinung nach, und das ist halt auch einer der Fehler gewesen, wo man halt auch so darüber nachdenken soll, weil du gehst zu schnell in Beziehungen oder du verpflichtest dich zu schnell für irgendwelche Dinge und da leidet auch dann die Psyche darunter, weil du dir dann erst die Frage stellst, war das ein richtiger Schritt, war es kein richtiger Schritt, man weiß es dann halt nicht genau und dann zerfrisst man sich dadurch dann die Nerven und das ist auch so ein Punkt, wo man dann halt auch nicht irgendwie, wo dann auch diese Gesellschaft dann halt auch versucht einerseits zu sagen, ja nee, das ist schon richtig gewesen und andere wiederum sagen, nee, das ist nicht richtig gewesen oder so und dann du dann halt auch da wieder Hilfe brauchst, um zu gucken, wie es in welche Richtung geht und da denke ich mir dann, ja, was nun, ne? Ich habe halt auch öfters so das Gefühl, dass viele Menschen, dass sich da halt das auch einfach so behalten, dass halt viele sagen wollen, ja, also negativ, positiv, pro und contra immer wieder, aber du selbst dann halt öfters bei den Personen halt eher das Gegenteil machst, was die halt dann natürlich sagen, ja, mach es, nee, mach es nicht. Und dann stehst du dann da halt so mit der Frage, sollst du es machen oder sollst du es nicht machen? Selbst wenn dich x-beliebige Person oder wenn du gerade eine Person kennengelernt hast und du erzählst dir dann von den und den Sachen, die du gerne machen möchtest und die dann sagt, nee, mach es lieber nicht und so weiter und du brauchst dies und jenes, dann weißt du halt auch echt gar nicht mehr, wohin du willst oder wohin du kannst oder ob du es überhaupt schaffst oder ob du es überhaupt aushältst oder ob du es überhaupt dazu bringst und so weiter und dann stellst du dir halt wirklich diese ganzen Fragen. Aber das Ganze bei mir angeht, kann ich tatsächlich für mich sprechend sagen, ich habe, was meine vergangene Beziehung angeht, durchaus Fehler in der Kommunikation gemacht, entsprechend nicht richtig kommuniziert und entsprechend auch nicht gesagt, hey, das und das sind unter anderem auch Probleme. Ich habe mir unter anderem auch selbst nicht eingestanden, dass ich diese Probleme habe. Und ich muss mittlerweile tatsächlich sagen, ich würde da tatsächlich gern wieder einen neuen Versuch angehen
Und sollte diese Person den Podcast hören, gehe ich eigentlich nicht von aus, wird sie sich schon angesprochen fühlen. Ja, es ist halt immer wieder schwer. Also ich denke mir halt immer wieder, auch geradewegs bei... Hoppala, da habe ich mir erst meine Wasserflasche umgefallen. Wenn man es gehört hat, ist nicht schlimm. Ist es schlimm? Nein, ist egal. Es ist halt so, man muss selbst halt irgendwie auch darauf aufpassen, dass man sich selbst halt nicht auch in solchen gewissen Sachen halt reinsteigert. Also ich würde mir ja auch bei vielen Dingen halt sagen, ich hoffe, die Person hört mal irgendwann mal zu, dass die das hört und so weiter. Also vor allem bei einer gewissen Ex-Freundin von mir, wo ich halt auch immer wieder sage, wo ich auch immer wieder so denke, und das ist jetzt kein Scherz, dass ich das sage, sollte sie das hier hören, melde dich ruhig gerne, aber habe ich kein Problem damit, dass wir darüber diskutieren, aber dank ihr habe ich halt so das Gefühl halt, ich will halt Nähe haben. Und das sofort, wenn ich eine Person sehe, wo ich sage, ich mag die Person, ich möchte diese Person kennenlernen und so, dann entwickle ich sofort eine Nähe zu ihr und oder zu ihr. Das ist ja auch etwas ganz Natürliches. Ja, aber du willst halt natürlich auch dann mehr. Und man weiß, man kriegt sie dann halt auch nicht. Und das nagt dann halt auch wieder an einem. Oder wenn dann halt sich auch eine Person sich nicht meldet, dann nagt das auch an einem. Also das sind ja auch gerade genau diese Probleme, die dann bei mir zu etwas geführt haben. Entsprechend die Erwartung, die Person alle 10 Minuten zurückschreiben. Und das ist es halt, was mich dann halt auch immer öfters mal wieder bei gewissen Dingen halt dann auch immer wieder auch fertig macht. Entschuldigung. Und das ist halt auch, wo ich mir dann halt auch ab und zu mal denke, weißt du was, die wird sich schon melden oder die wird dann schon irgendwas dazu sagen. Du wirst es halt schon irgendwie merken. Aber wenn du dann so nach einer gewissen längeren Zeit es dann halt irgendwie merkst, dass es dann doch nicht klappt, dann denkst du dir halt so, naja, du hast ja wahrscheinlich verschissen oder weiß ich was oder so. Ja. Das nervt dann halt auch immer wieder. Das ist tatsächlich auch das, was ich bei mir ganz stark da sehe. Ich habe wahrscheinlich ganz, ganz, ganz hart reingeschissen. Aber ich weiß nicht, wie steht's um die Zeit? Da muss ich selbst gerade mal gucken. Gut, eine Stunde. Ja, ich meine, wollen wir noch ein bisschen weiterreden? Können wir machen. Also ich habe das Gefühl eigentlich, ich habe irgendwie alles so geredet, alles so gesagt, weil eigentlich ist es schon so ein Thema, wo ich halt öfters eigentlich ungern so darüber öffentlich rede, aber das tut halt auch öfters mal gut, dass man das halt auch so öffentlich auch mal sagt. Und klar, da fühlen sich wahrscheinlich einige dann entweder angesprochen in dem Sinne, aha, ich weiß, um wen es geht, du Arschloch, so nach dem Motto. Mhm. Oder andere wiederum sagen dann, ich weiß, um was es geht, so fühle ich es halt auch. Und ich hätte echt nicht gedacht, also vor einem Jahr zum Beispiel, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich mal darüber halt so rede, dass ich da halt wirklich so an einem Ende bin. Ich habe halt auch vor einem Jahr, habe ich halt gedacht, ich werde dementsprechend keine Probleme damit haben mit dem Lockdown und so. Ich habe halt auch so gedacht, so habe ich immer gesagt, Lockdown oder wie ich sage, ne, normales Leben. Aber es betrifft halt auch entsprechend das Treffen mit Menschen, wenn es halt irgendwie nicht geht, weil du denkst dir dann halt so, ja, du würdest gerne, aber dann halt eher auch, dann geht das halt irgendwie nicht, weil du halt nicht weißt, ne, hat die Person Corona gehabt oder halt ne, irgendwie die Krankheit an sich, also es muss jetzt nicht unbedingt Corona sein oder so, und das ist dann halt schon auch so diese große Preisfrage und ja, das macht dann halt auch einen irgendwie so ziemlich fertig, um dann halt auch wissen zu wollen, das heißt wissen zu wollen, um dann halt auch sich so die Frage zu stellen, ja, ist das halt eigentlich auch gut, dass man das jetzt hier so gemacht hat oder nicht? Ja, also, dass man sich das so jetzt denkt, so vor einem Jahr ein bisschen anders. Also aus meiner Perspektive, ich glaube, ich gerade gefühlt ein bisschen durcheinander. Denn für mich ist es halt einfach nur so, ich bin halt schon ein halbes Jahr nach dieser ganzen Lockdown-Phase oder so, bin ich halt schon
schon auch so quasi an die Öffentlichkeit gegangen, um zu sagen, ich fühle mich einsam durch diese ganze Geschichte mit dem Bundestag und, ach, Bundestag sage ich schon, Entschuldigung, durch die Maßnahmen vom Bund fühle ich mich schon einsam, weil es ist halt, es geht halt nicht mehr, du kannst halt nicht. Und dann, wenn es möglich ist, dann geht das halt irgendwie nicht. Und das macht es dann halt auch irgendwie noch schlimmer. Und geradewegs, weil man jetzt weiß, man kann sich halt immer noch nicht so gefühlt mit Leuten irgendwie im Café treffen, zumindest ne, mit den Regeln, die es gelten, weil da irgendwelche Politiker Scheiße gebaut haben oder so. Ne? Also den zeige ich, würde ich sinnbildlich gesehen, also jetzt auch nicht wirklich in der Öffentlichkeit oder so, sondern sinnbildlich den Mittelfinger, weil ich ganz genau weiß, ihr seid daran schuld, dass wir in einer Gesellschaft wahrscheinlich leben werden oder wieder leben werden, wenn alles vorbei ist, die daraus besteht, dass wir sehr viele Menschen hier haben werden, jetzt die jetzige Generation, wenn nicht sogar auch die Schüler, das muss man auch nochmal so sagen, die jetzt in die Schulen gehen oder so, die werden halt auch nicht so richtig, die werden halt auch mit dem psychischen Stress so, mal Schule, mal nicht, mal Kontakt mit Freunden, mal nicht, das macht halt einen fertig, weil man seine Freunde nicht treffen kann und so weiter und so fort. Dass wir halt hier mit Leuten leben, man muss jetzt darüber nachdenken, nicht nur, wie gesagt, wirtschaftlich zu helfen, sondern auch, wie man das dann auch regelt, dass man sagen kann, wir wollen den Menschen halt auch helfen, dass die sich, dass das halt kein großes Problem sein wird, von wegen mit, ja, diesem psychisch angeknackst oder so, ja, ist nicht mein Problem. Weil wenn ich sowas höre von einem Politiker, ja, da bekommt man Hals. Ich werd zum Hulk, wie ich eigentlich sage, Gernot Hassknecht, und würde ihm am liebsten nicht, also mit Beleidigungen lieber dagegen knallen, indem ich dann halt einfach sage, ihm geht's nicht genau besser. Oder andere würden halt mit solchen Leuten, die halt wirklich psychische Probleme haben und das heißt ja Medikamente und was weiß ich was, würden am liebsten das machen, was ja früher so gewisse Idioten mit solchen Leuten gemacht haben, die halt psychische Probleme haben. Einsperren oder, ne, für irgendwelche, ja, einsperren und gut ist, wo man dann sagen kann. Weil es gibt halt auch zum Beispiel für viele Menschen, also für viele Männer unter anderem, die halt, sagen wir mal, ne, Männer lieben, die fühlen sich halt auch dann irgendwie unter Druck, weil sie es nicht sagen können, weil sie entweder Fußballer sind, weil sie in einer Rolle sind, wo sie es nicht sagen dürfen angeblich. Ja. Hallo, wir leben im Jahr 2021 und wir müssen uns immer noch diese Frage stellen, darf ich sagen, dass ich das gleiche Geschlecht liebe oder nicht? Weil das ist auch schon so eine Sache, die psychisch einen fertig machen kann. Und das kotzt, und da sind wir dann auch wieder bei der Gesellschaft, die mich so ankotzt. Und ich hoffe mal, dass da, ich habe vage Hoffnung, also meine Hoffnungen liegen nur noch bei 5%, dass diese Gesellschaft hieraus irgendwas mitnehmen wird. Nicht aus diesem Podcast, vielleicht noch ein Stückchen, das wären dann 0,5%. Ja, ich habe da so selbst meine Zweifel. Nein, also wir geben nicht den sagen wir mal, den großen Anlauf dafür, aber es wird halt irgendwo jemanden geben, der dann halt das irgendwie zumindest hinkriegen möchte, dass dann diese Gesellschaft zumindest halt dann auch den Leuten wirklich helfen soll, mal in den Arm nehmen kann oder halt auch mal wirklich mal aussprechen kann, was es überhaupt los ist und so weiter. Aber gefühlt jetzt, zu diesem Zeitpunkt, habe ich eher das Gefühl, wir sind bei 0. Bei 0,0001. Weil es bringt geradewegs gar nichts. Du sagst irgendjemandem, dir geht's nicht gut, du hast Angst wegen das, weil, ne, und so weiter. Und dann heißt es sofort, du wirst sofort so abgestempelt. So abgestempelt, so abgestempelt. Und dann hast du schon verschissen. So. Und das dürfen wir auch im Jahr 2021 gar nicht machen, weil das geht nicht. Dann heißt es natürlich, okay, wir versuchen alles Mögliche zu machen, geht aber auch nicht, weil man dann nicht an dem System rütteln möchte, weil es dann halt auch wieder das und jenes und das sind dann wieder andere Sachen, über die man reden muss. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, wir sind faul. Faul. Ganz einfach. Und wenn wir faul sind, dann sind wir so richtig faul. Das merke ich geradewegs. Dass bei gewissen Sachen, wo man helfen kann, solchen Leuten helfen kann, da sind wir sehr, sehr faul gewesen. Und wenn wir das dann machen, dann ist es schon zu spät. Beziehungsweise dann ist es
zu spät an sich. Aber wie weit zu spät, das kann ich hier nicht sagen. Mhm. Das kann ich nicht. Eigentlich bin ich finde das, ich find das gerade tatsächlich aber auch einen sehr schönen Abschluss für den Podcast, muss ich sagen. Ist es auch, finde ich. Weil ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Dann passt das perfekt. Genau. Deswegen denkt mal auch ein bisschen darüber nach, liebe Leute, für die, die das jetzt hier auch mitgehört haben. Weil es gibt definitiv unter euren Leuten, Freunden, Kollegen, Bekannten, Familien, Hund, Katze, Maus, was auch immer, Menschen oder ja, Lebewesen, die Hilfe brauchen. Und klar, es gibt die entsprechenden Nummern, es gibt die entsprechenden Möglichkeiten, nutzt sie, macht es, auch wenn es weh tut. Und wenn ihr wirklich wisst, dass es euch gut geht, beziehungsweise dass es denen gut geht, und ihr merkt es aber, dass das nicht so ist, reagiert, hilft. Egal wie euch es geht, das kann auch euch gut tun, sowas zu machen. Und das ist mein Rat, wirklich, das ist mein Rat. Wenn ihr wirklich Menschen habt, denen es nicht gut geht oder so, hilft denen auch. Das kann euch auch helfen. So. Mehr habe ich dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen. Das war's. Ja. Mein letztes Wort noch an die Leute, die entsprechend solche Probleme haben, gerade was Depression und Suizidgedanken angeht, lasst euch nicht entmutigen. Das Leben hat noch einiges auf sich. Probleme werden immer ab und an kommen, aber sich davon entmutigen zu lassen, ist durchaus nicht die Lösung. Vielmehr ist die Lösung, den Mut und die Motivation zu finden, Hilfe zu suchen, eigenständig. Und entsprechend sich eigenständig auch mit sämtlichen Problemen, die da mit sich kommen, auseinanderzusetzen. Auch wenn es durchaus schwer sein kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dem habe ich auch nicht da habe ich auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, es ist gefühlt alles gesagt. Es gibt da bestimmt noch eine Menge zu sagen. Aber ich denke auch mal, ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ich hoffe, ihr wisst auch, was ihr dann in den nächsten 2 Wochen zu tun habt, nämlich die nächste Ausgabe des Podcasts zu hören. Natürlich. Bezüglich der Geschichte sage ich arbeite daran, dass das auch noch demnächst auf Spotify kommen wird, denn da muss noch im Hintergrund, vor allem bei DerchoTV im Hintergrund, noch so ein bisschen gestriegelt, gestrickt und verbunden werden, damit es auf Spotify nämlich läuft. Sonst, wie gesagt, weise ich darauf hin, dass dieser Podcast, wenn ihr dann hört, auf YouTube zu sehen, zu hören ist, aber auch auf derchotv.de. Also freut euch drauf auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen. Was uns da dann erwarten wird, werden wir dann sehen. Wir haben viel zu besprechen. Deswegen Dankeschön fürs Zuhören. Man hört sich und man sieht sich.